Ich freue mich auch sehr, dass ich hier sein darf und ich bin auch so ein bisschen traurig fast, weil als ich mit Herrn Kelber in der Vergangenheit noch diskutieren durfte über Energiewende und Solarpaneelen, da war das noch ein bisschen spannungsgeladener als heute, weil jetzt kann ich nicht allem völlig widersprechen, leider, was in der Vergangenheit ein bisschen einfacher mir gefallen ist. Und so muss ich sagen, natürlich stellt sich keiner im wilden Westen vor, ohne jede Form der Regulierung. Die Streitfrage ist wahrscheinlich eher, was ist die vernünftige Form der Regulierung, wo sollte Regulierung ein Ende finden oder nennen wir es meinetwegen auch Mindeststandards, wenn wir es nicht Regulierung nennen wollen. Ich habe gedacht, zunächst erstmal, das überspringe ich mal, muss ich noch eins vorwegnehmen als Wettbewerbsökonom. Manchmal hat man den Eindruck, dass das Internet zumindest in manchen Kreisen so diskutiert wird, als wenn das ein großes Übel ist, was über die Menschheit hereingebrochen ist, nach der Dampfmaschine sozusagen der zweite Schrecken, der über uns kommt und viele Gefahren davon ausgeht. Deswegen will ich nur einmal so ein ganz kurzes Prä nochmal setzen. Als Wettbewerbsökonom ist das natürlich prinzipiell erstmal eine ganz tolle Sache, dass man sagt, die Verbraucher plötzlich werden in eine Lage versetzt, in der sie in der Vergangenheit nie waren. Man hat viel mehr Möglichkeiten, ich habe jetzt mal geschrieben, Preise zu vergleichen, das ist natürlich ein bisschen kurz gefasst, Angebote zu vergleichen, würde ich mal sagen, ich kann heute meinen Gartentisch, wie ich es neulich gemacht habe, bei einem Lieferanten in Kassel kaufen, auf den wäre ich nie gestoßen, ohne das Internet. Ich habe davor mal einen ganz schönen Antiquitätenschrank gekauft in Schleswig-Holstein bei einem Anbieter, auch ohne dessen Webseite hätte ich den nie entdeckt und das ist für die Verbraucher natürlich erstmal eine fantastische Sache, dass die Auswahlmöglichkeiten unheimlich zunehmen, prinzipiell auch die Konkurrenzsituation, der Preiswettbewerb stärker wird und man dadurch in eine neue Situation versetzt wird. Die Märkte werden, könnte man kartellrechtlich gesagt sagen, größer. Früher hat man sich auf seine Stadt mehr oder weniger oder Region beschränkt und jetzt wird die geografische Marktabgrenzung, so würden wir Kartellrechtler das denn nennen, wesentlich größer. Das heißt, erstmal auch die Konzentration wird kleiner, weil die Auswahl größer ist. Aber, Herr Kelber hat ja völlig zu Recht gesagt, jetzt stellt sich die Frage, gibt es dann nicht so Feedback-Effekte möglicherweise, eine zweite Runde, wo dann es wieder zu Konzentrationseffekten kommt, die Plattformen das Ganze aggregieren und möglicherweise die Auswahl dann doch wieder kleiner wird am Ende, sodass wir uns die Frage stellen, dominieren möglicherweise doch die Langfristeffekte, dass dann wenige dann doch die Märkte wieder dominieren und es zu Monopolisierungsgefahren kommt, die es in irgendeiner Weise abzuwenden gilt, wenn man den Verbrauchern die Auswahlfreiheit erhalten will. Dazu, das hatte ich ursprünglich nicht so eingeplant, aber jetzt, da das ein paar Mal schon gefallen ist, sage ich am Ende dann doch ganz gerne ein paar Takte dazu. Also erstmal die Sharing Economy, das hat ja der Kollege Welzer heute Morgen schon gesagt, das ist nichts Neues. Der hat, glaube ich, gesagt, 200.000 Jahre würde er zurückgucken, ich würde noch weiter zurückgehen. Also wenn man sich mal ansieht, sozusagen die Geschichte, dann gibt es diese Herausforderung von Karl Polanyi, die wir mal unseren Studenten beibringen, die große Transformation und sagen, eigentlich ja, war Reziprozität und Teilen sozusagen die Grundform des Wirtschaftens und Märkte, wo über Preise getauscht wird, ist eigentlich eine ganz neue Erfindung. Ja, also private Eigentumsrechte sind eigentlich eher was Neues und das Sharing ist historisch gesehen eigentlich was Altes. Also jetzt kann man sagen, jetzt kommen wir wieder zurück zu sozusagen diesen steinzeitlichen Lebensformen, Jäger und Sammler, könnte man sagen, oder nicht. Ja, da sagt man, na gut, da hat er ja zu Recht gesagt, Sharing Economy, jetzt wird das beide so ein bisschen verbunden, aber eigentlich ist es nichts Neues. Und wenn man jetzt nicht gerade ein paar Millionen Jahre zurückgehen will, sondern nur kürzer, dann würde man sagen, selbst sowas wie der Maschinenring, das ist ja jetzt keine brandneue Erfindung, das ist nichts anderes als Sharing Economy in gewisser Weise. Das macht Sinn, überall, wo man hohe Fixkosten hat, ja, und die nicht auslasten kann, typischerweise, da lohnt es sich zu teilen. Man kann auch sagen, Hotel ist nichts anderes als eine Sharing Economy. Jemand hat mir schon gesagt, ich kann mir leider nicht ein Haus in jeder Stadt leisten, in die ich mal gerne reisen will. Also muss ich mir ein Bett da teilen, zwar nicht gleichzeitig, aber nacheinander mit anderen Leuten, die da drin schlafen. Also sozusagen ist das nichts anderes als eine Sharing Economy. Ich teile mir das Bett über einen Zeitraum von sehr vielen Jahren mit mir völlig unbekannten Leuten, vermittelt durch Hotels. Das Neue eigentlich, was wir jetzt diskutieren, ist ja nicht diese alten Formen der Sharing Economy, sondern das, wo wir sagen, Privatpersonen können plötzlich teilen. Und da ist natürlich die Digitalisierung etwas, was unheimliche Vorteile erstmal generieren kann. Warum? Früher war das sehr umständlich, so klein-klein zu teilen. Ja, man kann sagen, es gab schon sowas, Klaus Müller weiß das, habe ich vor 2 Wochen schon mal gesagt, in Düsseldorf, kann man sagen, das Trampen durch die Stadt, ja, Autostopp, das war nichts anderes. Ja, ich habe dann mich irgendwo hingestellt,
habe gehofft, dass da jemand in die gleiche Richtung fährt wie ich. Ja, und dann bin ich zu dem eingestiegen und der hat mich mitgenommen und das war Sharing Economy in gewisser Weise. Kann man sagen, das war noch relativ umständlich aus zwei Gründen. Zum einen wusste ich nie, wann einer kommt. Ja, und zum anderen wusste ich auch nie so richtig, ob ich dem vertrauen sollte, zu dem ich da eingestiegen bin. Und der wahrscheinlich auch nicht so richtig, der wusste ja auch nicht, wen er da jetzt mitnimmt. Ja, ob er sich das nicht hinterher möglicherweise bereut, dass er den mitnimmt. Warum wird das jetzt einfacher? Zum einen durch die Digitalisierung, klein, klein. Ich weiß ja, wo die Leute langfahren, das können wir anzeigen, elektronisch. Und zum anderen, und das ist ja kein Zufall in der Sharing Economy, die arbeiten alle mit diesen Reputationsmechanismen. Das heißt also, da wird unheimlich viel aufgezeichnet und ich weiß plötzlich, ja, der hat eine Bewertung, dieser Fahrer, der fährt offensichtlich wie ein Henker, ja, und dann will ich da nicht einsteigen bei dem. Ja, oder der weiß, das ist ein Fahrgast, der ist irgendwie der ganz übel drauf, der ist beleidigend oder was weiß ich, ja, den will ich dann möglicherweise nicht mitnehmen. Ja, und das schafft natürlich, ersetzt das Vertrauen, was früher gefehlt hat, warum das Trampen immer so ein bisschen unter, naja, sagen wir, nicht so ganz guten Stern stand. Man war sich nie so ganz sicher und die Eltern haben immer davon abgeraten und so weiter. Und deswegen hat es das nie so richtig abgehoben im großen Stil, kann man sagen. Das ist also, kann man sagen, ja erstmal ein super Vorteil. Da haben ja alle was davon, kann man sagen. Also die knappen Ressourcen werden ökonomisch besser genutzt, kann auch ökologische Vorteile haben. Wurde heute schon darauf hingewiesen. Da müssen wir wieder nachdenken über diese Rebound-Effekte möglicherweise. Ja, kaufen sich die Leute dann doch noch einen Zweitwagen, nur deswegen, weil sie den teilen können. Ja, oder ersetzen die dann doch eher den Zweitwagen, weil sie den teilen können. Da kann man jetzt rumphilosophieren, das ist ultimativ eine empirische Frage, die man schlecht so mal aus der Kanzel lösen kann. Ja, und als Wettbewerbsökonom würde man sagen, naja, und das ist eigentlich auch ganz gut, weil der Wettbewerb zunimmt. Also insbesondere auch für die Leute, die es sich nicht leisten können. Heute muss man sagen, ist Taxifahren doch für viele ein Luxusprodukt. Kann ich mir das möglicherweise doch leisten, wenn das ein bisschen günstiger wird mit einem Anbieter, der eben nicht an Mindestpreise gebunden ist. Ist. Die Frage, die sich dann stellt, ist, ja, wie sehen denn faire Wettbewerbsbedingungen aus, damit wir das ermöglichen können? Und das Beispiel Uber oder sagen wir allgemein urbane Mobilität, wollen wir das mal so nennen, da will ich gleich noch drauf eingehen. Andere Fragen, die wir uns stellen und die mir, würde ich sagen, nicht immer sozusagen ganz ausgewogen, aber das sagt ja wahrscheinlich jeder, diskutiert werden, würde ich sagen. Also die eine Frage, die wir uns stellen, hat Herr Kelber auch zurechtgestellt, ja, führt das zu Digitalisierung, zu prekären Arbeitsverhältnissen? Das andere, was wir unseren Studenten dann beibringen, nicht Karl Polanyi, Ronald Coase, der heißt, denken heißt vergleichen, das hat mal Rathenau gesagt. Also man muss eigentlich immer realistische Situationen miteinander vergleichen. Und ich kann natürlich vergleichen und mich sagen, ja, wie sozusagen, was bewirkt denn Uber, ja, und das Vergleichen mit einer idealen Welt, die ich mir so vorstelle. Und dann stelle ich mir vor, die Taxifahrer, die haben sozialversicherungspflichtige Jobs, 40-Stunden-Woche, sind nette Menschen und so weiter. Und dann kann ich mir natürlich auch die Realität angucken, die dort wirklich existiert. Und da muss ich einmal nur in irgendeinem Bericht durchlesen, der Finanzkontrolle Schwarzarbeit beim Zoll. Und dann stelle ich fest, oh, das Taxigewerbe, da ist ja doch sehr, sehr häufig Schwarzarbeit ein Thema. Da scheinen nicht alle gleichermaßen ernst zu nehmen mit der Einhaltung der Regulierung. Also die Regulierung, so wie sie ist, heißt, ist nicht die Regulierung, die da auch durchgesetzt wird auf diesen Märkten tatsächlich. Also man sagen, na gut, wenn wir dann eine Situation haben, wo die Schwarzarbeit heute schon blüht, ja, was verändert sich da eigentlich genau auf diesen Märkten? Frage, die wir uns stellen können. Führt die zu Steuerhinterziehung, wird auch manchmal gesagt, die Digitalisierung. Da würde ich sogar sagen, da sind die Chancen groß, dass die Digitalisierung die Steuerhinterziehung zu bekämpfen helfen sollte. Warum? Na, weil die arbeiten ja alle über diese Recording-Systeme. Die müssen ja ihre Reputation dauernd haben und alle Fahrten aufzeichnen. Ja, der Taxifahrer selber, ja, der nimmt am liebsten Cash, verstehe ich auch. In Berlin wird das sogar noch explizit angereizt, dadurch, dass ich 1,50 Euro zahlen muss, wenn ich nicht Cash bezahlen muss, will. Das heißt also, die werden quasi noch ermuntert dazu, bloß nicht cashless zu bezahlen, sondern sollen alle Cash bezahlen. Da würde ich sagen, na, eigentlich hilft das doch. Ja, die Sharing Economy, in dem hier Steuerhinterziehung möglicherweise sogar verhindert werden kann, in einer Branche, in der das momentan ziemlich weit verbreitet ist, offensichtlich. Geht das Soziale verloren? Das war so ein bisschen, hatte ich den Eindruck, was auch Kollege Welzer gesagt hat, also werden wir immer autistischer, weil wir jetzt im Internet surfen. Ich bin da so ein bisschen, sagen wir, kulturell optimistischer vielleicht, kann man sagen. Natürlich verändert sich das Soziale. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass manchmal das mitschwingt, nicht bei allen, aber doch so die Frage sozusagen, früher war alles besser, da haben sich die Leute noch gegenseitig geholfen, heute ist es im Internet sozusagen so anonym, aber ich habe den Eindruck, dass es nicht so ist, nur das Soziale verändert sich. Die sozialen Netze werden völlig anders. Leute, die sich eigentlich gar nicht kennen,
in verschiedenen Teilen der Welt oder Deutschlands helfen sich bei Dingen, ja, ohne dass sie wirklich was dafür erwarten. Außer vielleicht, dass irgendwann auch mal irgendjemand anderes ihm wieder hilft bei der Beantwortung irgendeiner Frage. Also das Internet ist ja voll von Sozialen, ja, 1000 Frag-mich-Seiten, die da existieren. Und unbekannte Leute helfen Unbekannten, ja, einfach nur aus Spaß an der Sache. Ich würde sagen, das hat auch eine große Chance, das Soziale tatsächlich groß zu erhöhen. Die Frage, für die ich dann ja von anderen zumindest als Experte bezeichnet werde, also kommt es zu Monopolisierungstendenzen? Das hängt von verschiedenen Dingen ab, kann man sagen. Die Gefahr besteht zweifellos und die ökonomische Forschung konzentriert sich auch schon eine ganze Weile darauf, wann kommt es eigentlich zu der Monopolisierung und warum entsteht die? Und da haben diese Plattformen schon die Tendenz, eine Monopolisierung auszulösen. Warum? Am besten kann man es vielleicht am Beispiel eBay erklären. Ja, wenn ich was verkaufen will, ja, dann gehe ich am liebsten zu dem Platz hin, wo ich weiß, dass sich viele Käufer tummeln. Ja. Wenn ich jetzt etwas kaufen will, ja, dann gehe ich auch zu dem Platz hin, wo sich die meisten Verkäufer tummeln. Das heißt, wir sehen da schnell eine Spirale, wo man sagt, viele Verkäufer ziehen viele Käufer an und viele Käufer ziehen viele Verkäufer wieder an. Das heißt, die Spirale geht nach oben und dann stellt sich noch die Frage, bleibt am Ende nur eine Plattform übrig? Traditionell kann man sagen, war das bei Einkaufsstraßen auch nicht anders. Ja, eine Einkaufszone, die viele Geschäfte hat, hat viele Kunden angezogen und viele Kunden wieder viele Geschäfte. Aber wir hatten eben die geografische Trennung. Ja, die Leute sind dann nicht zu einer Einkaufsstraße nach ganz Deutschland gefahren, sondern man hat gesagt, irgendwo sind die Transportkosten wichtig. Das ist im Internet natürlich nicht mehr so. Wir haben die Death of Distance. Die Transportkosten sind weitgehend irrelevant geworden, ja, sodass man sich schnell freistellt, gibt es dann nur noch einen Markt. Und da ist die wesentliche Frage nachher, können Verbraucher parallel an verschiedenen oder Anbieter auch parallel an verschiedenen Plattformen teilnehmen. Also der Spezialausdruck, noch so was schrecklich Englisches, Multi-Homing. Ja, hat man also viele zu Hause sozusagen. Ja, das, bei den Taxizentralen kann man sich das gut vorstellen. Warum soll nicht ein Taxifahrer sich bei ganz vielen Taxidiensten anmelden können? Ist doch kein Problem eigentlich. Ja, wenn ich jetzt bei eBay angucke, würde ich sagen, ja, teilweise. Wenn ich jetzt eine hässliche Vase geschenkt bekomme zu Weihnachten, dann kann ich die natürlich nur an einer Plattform einstellen, ja, weil ich ja nur eine davon habe und ich kann die nicht parallel fünfmal verauktionieren, zumindest nicht, wenn ich mich jetzt recht halten will. Ja. Wenn ich aber sowas wie ein Powerzeller bin, der irgendwelche, ich weiß nicht was, DVD-Player verkaufen will, dann kann ich die natürlich bei Amazon, bei eBay, auf meiner eigenen Homepage und was weiß ich wo einstellen, dann bin ich der Monopolisierungsgefahr wesentlich schwächer ausgesetzt, ja, und das ist natürlich ganz klar, eBay erkennt das auch, und da kann man auch ganz genau sehen, wie die ihre Tarife differenzieren, je nachdem sozusagen, ob ich Ausweichoptionen habe oder nicht, eben, denn da, wo ich die nicht habe, da würde ich auch als profitorientiertes Unternehmen den Verbrauchern mehr Geld aus der Tasche ziehen wollen. Da stellt sich dann die Frage nach möglichem Regulierungsbedarf und der Bundesverband der Verbraucherzentralen hat das, denke ich, ganz richtig die Frage gestellt, ja, wie ist das zum Beispiel mit der Portierung von Daten? Kann ich meine Reputation von eBay möglicherweise mitnehmen, woanders hin? Da stellen sich interessante Fragen, die noch nicht gelöst sind, ultimativ. Wie geht das? Welche Kompensation muss da möglicherweise geleistet werden? Weil eBay ja auch investiert in diese Reputationsmechanismen und so weiter. Aber das sind im Prinzip die richtigen Fragen. Wie können wir Datenportierung schaffen, um Wettbewerb auf diesen Plattformen wieder zu schaffen? Wie ist das bei Uber? Das habe ich mir herausgegriffen, weil das, ich finde, besonders plakativ ist. Ich habe das jetzt auch sehr deutlich aufgeschrieben. Ja, die heutige Regulierung des Taximarktes, würde ich sagen, ist antiquiert. Ja, das sind viele Teile davon. Das ist zum einen, kann man sagen, die Ortskundeprüfung, die heute schon mehrfach angesprochen ist. Brauchen wir die noch in Zeiten der Digitalisierung, wo jeder schon auf seinem Handy eine eigene App hat, die ihm den Weg nachzeichnet? Die meisten Leute würden wahrscheinlich sagen, darauf kann verzichtet werden. Dass die Taxifahrer selber natürlich sagen, ja, aber ich habe doch mal investiert in die Ortskundeprüfung, da will ich einen Return haben. Ja, ich sage, ist kein gutes Argument, weil die Welt ändert sich nun mal. Und wenn ich früher irgendwo, ich habe auch mal Latein gelernt, da kriege ich heute auch keinen Return, leider Gottes, mehr drauf. Ja, deswegen würde ich das jetzt nicht allen abverlangen und meinen Kindern verlange ich es auch nicht ab, wenn die gerne Französisch stattdessen lernen wollen, nur weil ich mal darunter leiden musste. Ja, also die Frage ist dann sozusagen, welche anderen, man kann sich auch fragen, dient denn zum Beispiel die schon angesprochenen Rückfahrten? Ja, da muss man ja nicht nur ein Rockkonzert vor den Toren der Stadt, das kann auch ein Flughafen, ein hypothetischer Flughafen vor den Toren der Stadt sein. Ja, müssen die Berliner Taxifahrer da leer zurückfahren? Ja, welchen Sinn macht das? Ökologisch? Gar keinen. Ja, macht das irgendeinen Sinn? Ja, würde man sagen, nein, das dient natürlich dem Schutz der Taxiunternehmen, weniger der Taxifahrer. Ja, in gewisser Weise, aber es macht wenig Sinn. Ja, man kann sich auch fragen, die Höchstpreise, denen kann man vielleicht noch was abgewinnen und sagen, na gut, vielleicht ist das nicht ganz so einfach, die Leute müssen sich daran gewöhnen, Preise zu vergleichen und so, vielleicht wollen wir die erstmal drin lassen, die Höchstpreise. Warum brauchen wir denn Mindestpreise?
kann man sagen. Ja, wenn ein Taxiunternehmen oder Fahrer sagt, Mann, heute kommt nichts, ja, ich mache mal einen Rabatt, ich mache eine Happy Hour, meinetwegen. Ja, oder ich habe einen Stammkunden, dem gebe ich mal 20% Rabatt, ja, weil der so viel mit mir fährt. Ja, warum müssen wir diese das ist nicht klar, warum das verbraucherschützend ist, tatsächlich Mindestpreise gleichzeitig einzuführen. Nicht zu sagen, na gut, dann machen wir die Höchstpreise, nach unten dürfen die abweichen, wenn die wollen. Denn mittlerweile ist es so, die Hamburger haben ja die Fiskaltaxameter, da sieht man, in der ersten Aussetzung der Fiskaltaxameter, der Taxifahrer 29% seiner Zeit verbringt damit fahren, ja, und 71% seiner Zeit, addiert sich auf 100, nicht auf 110, verbringt er damit dumm rumzustehen, sag ich mal, ja, und seine Zeit in gewisser Weise unproduktiv zu nutzen. Ja, warum soll der nicht sagen, na gut, wenn ich so viel Leerzeit, Standzeit habe, dann senke ich halt den Preis, dann fahre ich lieber doch durch die Gegend, aber für einen günstigeren Preis zum Beispiel. Also, dass das verbraucherschützend ist, ist schwer zu erkennen. Es ist klar zu erkennen, dass das dem Taxiunternehmen gegebenenfalls hilft. Und am schlimmsten ist es da, wo die Taxilizenzen anders als in Hamburg und Berlin auch noch begrenzt sind. Warum? Ja, man denkt ja, das dient möglicherweise dem Schutz der Taxifahrer, ist aber nicht so. Es gibt sehr, sehr viele Leute, die werden Taxifahrer, nicht weil das ursprünglich mal ihr ultimativer Berufswunsch war, ja, sondern weil die ungewöhnliche Karrierewege haben, um das mal so zu sagen. Das sind Studienabbrecher, sehr häufig auch Migranten und andere, ja, die irgendwie einen guten Job suchen, den sie gut ausfüllen können. Wenn die Lizenzen begrenzt sind, ja, dann konkurrieren sehr, sehr viele Taxifahrer um einen dieser Jobs bei den wenigen Lizenzen. Das heißt also, der Taxiunternehmer, der kann die im Prinzip so weit nach unten auspressen, bis er noch einen findet. Ja, und jetzt gibt es den Mindestlohn, da ist es nicht mehr ganz so gut, aber es wurde schon gesagt, die werden sehr erfindungsreich, ja, wie die das dann umgehen oder durch andere Bedingungen. Das heißt, die Taxifahrer werden am wenigsten geschützt dadurch. Ja, die Taxiunternehmen schon wiederum. Aber warum das wiederum für den Verbraucher vorteilhaft ist, ist mir unklar. Bin ich schon durch? Alles super. Alles super, okay. Also, ich denke, hier, wenn man dann noch die Realität damit vergleicht, dass man sagt, in dieser Situation, ja, bleiben die wahrscheinlich am Markt, die am skrupellosesten Schwarzarbeit und Steuerhinterziehung nutzen, ist das eigentlich nichts, was dem Verbraucher besonders hilft. Ja, da ist also dringender Reformbedarf und ich würde sagen, das ist nicht so, ja, dass man sagt, jetzt brauchen wir keine Regulierung mehr. Aber man muss dann sich fragen, was ist denn eine vernünftige Form der Regulierung? Ja, wie viele Punkte in Flensburg darf der Fahrer haben? Ja, 1, 2, 3, ja, was ist da die Grenze, die wir setzen? Ja, man kann sich auch die Frage stellen, wann wollen wir das Ganze als kommerziell gelten lassen? Ja, ist ja jetzt ab 100 Euro im Monat nimmt der Leute mit, ab 400 Euro, so wie bei den 400-Euro-Jobs. Ja, wo fängt das an, dass wir sagen, das ist kommerziell, da gelten andere Regeln, und inwiefern ist das noch eine Gefälligkeit, so wie früher die Mitfahrzentrale, die jeder als Student wahrscheinlich mal genutzt hat. Das machen wir sonst mit Schwellenwerten, bei den 400-Euro-Jobs, bei der Umsatzsteuer machen wir es mit Schwellenwerten. Warum machen wir das hier nicht auch mit Schwellenwerten und sagen, da gibt es eine Euro-Grenze, ab dann ist das kommerziell, dann gelten für dich andere Regeln. Und wenn das unter der Grenze ist, dann ist das sowas wie Nachbarschaftshilfe und da kümmern wir uns im Prinzip nicht drum. Ich glaube, das wäre ein ganz vernünftiger Regulierungsansatz und das kann man für Hotels und andere Dinge sicherlich ähnlich definieren, auch wenn die Schwellenwerte möglicherweise verschieden sein könnten in diesen Bereichen. Ich habe dann auch noch ganz kurz was zu Amazon aufgeschrieben. Das fällt ja eigentlich nicht unter Sharing Economy. Aber dann, jetzt habe ich, am Wochenende war das jetzt, glaube ich, dürfen die jugendgefährdende Schriften nur noch nachts verkaufen oder sowas. Ne? Habe ich irgendwas gelesen? Vielleicht war das auch nur eine Ente. Da habe ich noch gedacht, dann jetzt warte ich mal auf die Ladenöffnungszeiten für Online-Shops. Die kommen aber noch nicht. Aber das letztendlich ist keine Sharing Economy, aber die Entwicklung, die man da sieht, ist, dass es sowas zu einer Sharing Economy werden könnte. Warum? Amazon pusht natürlich das Modell von E-Books ganz stark. Ja, ist klar, das ist der Hauptwettbewerbsnachteil von Amazon, ist, dass sie nicht zeitnah liefern können im Vergleich zum stationären Buchhandel. Ja, mit E-Books können die zeitnah liefern. Ja, und mit den Drohnen möglicherweise. Deswegen ist auch kein Wunder, dass Amazon in die ganzen Drohnen investiert. Ja, jetzt werden die aber das Modell, ja, das sieht man in anderen Ländern schon, umstellen. Nicht mehr auf sozusagen, ich kaufe mir das E-Book, sondern ich kriege Zugang zu einer E-Book-Bibliothek. Ja, deswegen das Sharing von dem Billy-Regal. Das wird meine Kinder, die wissen das noch, aber meine Enkel, die werden mich noch fragen, Papa, was ist ein Bücherregal? Opa, ja, was ist ein Bücherregal? Das werden die eventuell gar nicht mehr kennen irgendwann, weil wenn ich nur noch einen Zugang zu einer E-Book-Bücherei habe, dann brauche ich überhaupt keine Bücherregale mehr. Also dann stellt sich auch die Frage sozusagen, ja, dann ist das quasi das ganze Modell einer Bibliothek mittlerweile kommerziell.
Und da stellen sich natürlich die Fragen, sozusagen interessante Fragen, weil man sich dann die Frage stellt, was passiert eigentlich mit den Verlagen? Braucht man eigentlich noch einen Verlag? Ja, kann ich nicht als Autor selber, ich lade mein E-Book hoch, warum brauche ich noch einen Intermediär, der mir Geld aus der Tasche zieht eigentlich? Welchen Mehrwert liefern Verlage? Das wird eine sehr spannende Frage werden, die auf uns zukommt. Möglicherweise bieten die Mehrwert, aber die Verlage müssen sich heute die Frage stellen, was dieser Mehrwert genau ist, den die bieten. Denn man sieht, dann hat man die ganzen Geschichte des Long Tails, also jeder kann seine E-Books hochladen, es wird eine Sharing-Plattform, ja, und das Ganze wird sich auch völlig verändern. Letzte Folie, Auswirkungen auf Verbraucher und Verbraucher. Die Auswirkungen von Marktkonzentrationen, die wir sehen in diesen Märkten, sind, das ist das Problem, schwieriger zu beurteilen als auf traditionellen Märkten. Warum? Ja, bei eBay, um das Beispiel zu nehmen, wir sagen, dass dieser Flohmarktmarkt ist ja ein Monopol in gewisser Weise, aber andererseits will ich ja als Verbraucher auch mein Zeugs dort verkaufen können, wo ich viele finde. Ich will gar nicht auf irgendeinen anderen Flohmarkt, wo nur wenige sind. Und je mehr sozusagen die Flohmärkte zersplittert sind, desto weniger attraktiv ist das. Und wie kriegen wir das jetzt hin? Ja, ist eBay dann vielleicht sowas wie ein natürliches Monopol, was man am Ende doch regulieren will? Eine spannende Frage. Oder kriegen wir das über Interoperabilität hin? Muss man sozusagen die Möglichkeit haben, von verschiedenen Flohmärkten da einspeisen zu dürfen bei eBay? Gibt es da sowas wie Zugangsrechte möglicherweise in der Zukunft? Spannende Frage, auf die wir noch keine abschließende Lösung haben, muss man auch sagen. Geschäftsmodelle sind auf Daten getrieben, wurde auch schon gesagt. Befund, den es da gibt, Problem, die Einstellung von Verbraucher und Verbraucherinnen zu Daten sind extrem heterogen. Man sieht da eine sehr schiefe Verteilung. Es gibt sozusagen den Teil der Sensiblen, die sehr wenig nicht bereit sind, auf ihre Daten zugreifen zu lassen und dann eine hohe Sensibilität haben. Aber es gibt diesen großen Schwanz wieder, können wir sagen, den Longtail von Leuten, denen das völlig egal ist. Ja, die sagen dann zwar in der Umfrage vielleicht, ja, ist mir wichtig, und dann sagt man denen, hier sind 2 Euro, füll mal diesen Fragebogen aus, und dann sagen sie, ah, okay, für 2 Euro mache ich das dann. Ja, und da gibt es genug experimentelle Evidenz, das ist so, sozusagen, wie geht man damit um? Wie schützt man eigentlich wen vor wem? Und da stellt sich die interessante Frage noch, das letzte vielleicht, welche Externalitäten, so würden wir das nennen, löst die Informationsfreigabe aus? Muss man möglicherweise in das Recht auf informationelle Selbstbestimmung so weit eingreifen, dass man Leuten verbietet, Informationen über sich selbst preiszugeben? Wie könnte das sein? Insbesondere Versicherungsmärkte sind hier das Problem. Ja, ich kann mir natürlich sagen, okay, ich bin sportlich und was weiß ich, ich laufe rum, ich mache so ein Wearable, mir irgendwas an und dann sieht meine Versicherung, wie ich durch die Gegend laufe. Und dann kriege ich einen Rabatt von 20%. Ja, und dann gibt es ganz viele Leute, die sind nicht datensensibel, sagen, mache ich auch, super, Rabatt. Ja. Und irgendwann bleiben nur noch ganz wenig, die nämlich die sensibel sind und sagen, ja gut, also wir sind ja jetzt die Dummen, wenn wir nicht auch mitmachen, ja, dann zahlen wir dafür eigentlich extra. Dann ist das nicht mehr 20% Rabatt, sondern mehr oder weniger 20% Strafsteuer für uns, weil wir nicht bereit sind, unsere Daten freizugeben. Und dann stellt sich natürlich die Frage, müssen wir die anderen schon daran hindern und sagen, ja, ihr dürft das eigentlich, würden wir euch das zwar gerne gestatten, aber wenn, dann endet das ab in einer quasi Nötigung der anderen, dass sie das auch machen, wenn sie die Rabatte haben wollen. Ja, und da ist ein Trade-off zwischen Datenschutz einerseits und zwischen Wettbewerb andererseits und eine Frage, die Politik auch zu lösen hat, weil das kann man als Ökonom nicht vernünftig beantworten, sondern das ist ultimativ eine politische Frage. Letzter Punkt noch. Die lese ich hinterher vor. Ja, es wird immer gesagt, die Daten sind wie Öl. Ich mag diesen Vergleich nicht so gerne. Warum? Öl kann man schlecht teilen. Ja, wenn einer das Öl verbrennt, ist es weg. Ja, Daten haben einen Vorteil, man kann sie teilen. Ja, wenn ein Unternehmen mit meinen Daten arbeitet, könnte im Prinzip das auch ein anderes machen. Das ist also für den Wettbewerb eigentlich eine positive Perspektive. Ja, weil das heißt, das ist ja eine Forderung der Konkurrenten von Google, die sagen, wenn wir einen Zugang hätten zu den historischen Suchdaten von Google, könnten wir genauso gut konkurrieren. Da stellt sich dann nochmal die Frage, erstens, ob das stimmt, das weiß man nicht. Zweitens die Frage aber auch, ja, was ist da mit der Anonymität? Willige ich vielleicht ein, dass Google alle meine Daten nutzen darf. Das heißt natürlich nicht, dass ich einwillige, dass Microsoft alle meine Daten nutzen darf. Für den Wettbewerb würde ich sagen, wäre es eigentlich toll, wenn jeder die Daten nutzen würde, weil dann gibt es ganz viele, die konkurrieren. Aus Sicht des Individuums ist es vielleicht nicht so toll. Ja, auch hier wieder eine schwierige Abwägungsfrage, die es auch ultimativ politisch zu lösen gilt. Vielen Dank erstmal für die Aufmerksamkeit.